Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Ja, ich habe jetzt den ganzen Tag echt kein Video geschafft, muss ich sagen. Ich habe zwar live gestreamt am Freitag und auch am Montag, aber ich muss gestehen, was kann ich denn eigentlich machen? Also okay, ich kann nichts kaufen. Ich muss gestehen, ich bin im Moment zeitmäßig ganz, ganz, ganz weit weg, denn die Arbeit überholt mich im Moment sehr, sehr hart und ich komme nicht mal dazu, mal mich wirklich ein Stündchen hinzusetzen am Stück, um ein bisschen was aufzunehmen. Ich meine, klar, abends könnte ich natürlich auch aufnehmen anstelle des Streams, aber die Streams sind mir dann doch an der Stelle ein bisschen wichtiger. Ich wollte aber trotzdem, wenn die Zeit so hart rast, ich meine, wir haben jetzt schon das halbe Jahr oder das gute halbe Jahr fast wieder rum. Ja, okay, fast noch nicht, aber die Liga ist bald vorbei. Wir sind ja schon in der Halbzeitpause und ich wollte euch wenigstens mal den Status zeigen, damit ihr wisst, ob ihr nächste Saison bei uns mitspielen möchtet oder nicht. Ich wollte jetzt eher sagen, hier in diesem Clan besser nicht. Totos Bande, Leute, wir werden durchgereicht. Wir werden ganz extrem durchgereicht, denn die Rathäuser sind einfach zu, sie sind zu stark. Also mit einer Rathausstufe oder vielleicht noch zwei lasse ich das noch gerade so durchgehen, die man dann so ein bisschen hit-upen muss, aber dauerhaft teilweise bis zu drei Rathausstufen machen. Oder so wie hier Uschi auf ein 12er, also 10 auf 12 oder 10 auf 13 teilweise, ist nicht mehr wirklich machbar. Also mit kurzen Plänen glaube ich nicht, mit etwas längeren Plänen vielleicht. Der Clan Türkisch übrigens ist ein deutscher Clan und Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die werden nicht angreifen, weil die jetzt nicht so wirklich ultra aktiv sind, wenn man mal in den Clan selber reinschaut. Wir gucken mal gerade in den Clan rein, View Clan. Ja, dann sieht man das wieder, das ist doof. Da müssen wir erst einen visiten hier und können dann hier oben reingehen und können sagen Player Clan. Und da sieht man das so ein bisschen, dass viele hier doch eher inaktiv sind. Das lässt natürlich hoffen, dass nur die Oberen so ein bisschen angreifen, also die, die auch ein paar Spenden haben, aber die Woche hier ist nicht nett, kann ich euch sagen. Und also in Totos Bande, da macht es keinen Spaß und da hier ist auch eher weniger los. Ja, Basti war auch lost, ich weiß. Ich muss jetzt mit Uschi ein bisschen höher schon, weil wir natürlich gesagt haben, Leute, schaut mal drauf, ob die vielleicht überhaupt angreifen, und wenn nicht, dann machen wir die unteren wenigstens blank, aber so richtig gelingt uns das auch nicht. Naja, mal sehen. Hauptsache, es werden alle Angriffe gemacht, denn das kam noch dazu. Die wurden nämlich auch nicht alle gemacht. Und wir gehen erstmal zum zweiten Com-Clan rüber. Am ersten Spieltag in allen vier Clans haben wir mal wieder, aber ich meine, warum wundert es mich eigentlich noch? Es dürfte mich eigentlich gar nicht mehr wundern, weil es immer so ist. Wieder mal Clankriegsangriffe vergessen. Ja, die Leute kommen hier rein in den Clan und machen dann ihren Angriff nicht. Warum kommt ihr dann überhaupt hier rein? Ja, warum kommt ihr dann überhaupt hier rein? Kann ich bitte bei euch rein? Nein. So. Weil das nur ein Event-Clan ist. Es lohnt sich nicht, hier reinzukommen während der Liga, weil wir halt, hier nur die eine Woche spielen und danach machen wir eigentlich hier nichts mehr. Der Clan wird wieder leer gemacht und dann war es das auch. Aber hier geht es eigentlich. Auch hier wurden Angriffe vergessen. Ist aber, glaube ich, nicht ganz so tragisch. Die Paarungen passen hier ganz gut, muss ich sagen. Die Paarungen passen hier ganz gut. Manchmal ein bisschen zu leicht im unteren Bereich. Aber sie passen halt. Und damit wir wenigstens so ein bisschen Clash sehen außerhalb des Geschehens hier, gehen wir mal rein. Und schauen mal, dass wir hier etwas mitbekommen. 13 auf 13, oder? Es ist eben mal laut. Und nach laut kommt dann gleich fast leise. Das war wenigstens noch ein bisschen was mitbekommen hier, was Clash of Clans angeht. Also Leute, ich bin nicht raus oder so, sondern ich habe halt im Moment wirklich ultra wenig Zeit und komme nicht wirklich zum Aufnehmen. Auch jetzt drückt der Termin. Wir haben es 14.43 Uhr und um 15 Uhr habe ich gleich das nächste Meeting. Das wird dann auch wieder so Stunde, anderthalb gehen. Und dann haben wir auch schon fast wieder Feierabend. In der Nacht habe ich mich auch wieder rumgequält mit irgendwelchen Bereitschaftsgeschichten. Also das kommt auch noch leicht erschwerend mit hinzu. Ich meine, glücklicherweise war es gestern nicht während des Streams, sondern erst weit nach Mitternacht oder halt nach Mitternacht. Und
Von daher, ja, Stream tue ich in so einer Bereitschaftswoche eh nicht ganz so gerne, dann, weil man hat immer irgendwie so im Nacken, hoffentlich bimmelt es jetzt nicht gleich. Und da ist man sowieso immer so ein bisschen angespannt. Okay, wir gucken mal, was der Pumadri hier macht. Noch gar nicht gesehen oder viele noch gar nicht gesehen. Das meiste sehen wir natürlich in den Livestreams bei mir auf Twitch TV. Also da haben wir gestern, glaube ich, richtig, richtig viele Angriffe mal wieder gesehen. Dank auch an die Community da, dass die so geil mitspielt. Muss ich wirklich mal sagen, denn das macht dann ultra Bock abends hier, die Angriffe mit zu kommentieren, mit zu lachen, mit zu fiebern. Und natürlich auch selber so ein bisschen Clash of Clans spielen, ein bisschen Legende oder halt auch selber angreifen. Je nachdem, dasselbe Angreifen hat bei mir gestern auch mal wieder mit richtig vielen Einsternern, richtig vielen Einsternern zugeschlagen. Und aber wie gesagt, ich finde das nicht so schlimm, wenn so die Grundsachen eingehalten werden. Alle machen ihre Angriffe, wie sie dann letztendlich gemacht wurden. Aber guckt euch das mal an, diese Ballonflut. Alter, die arme Queen. Die arme Queen. Donnerwetter, okay, sah gut aus. Ja, aber wie gesagt, ich wollte euch wenigstens mal den Status sagen. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Jo, jetzt bimmelt schon. Und hier sieht es eigentlich ganz gut aus, auch in diesem CK hier. Die sind, glaube ich, relativ weit unten und greifen kaum an. Wir sind im Moment, sind wir erster Jahr, aber La Familie und so, die haben wir, glaube ich, noch vor uns. Ja, und die haben wir noch vor uns. Und auch hier, meine ich, gab es einen deutschen Clan. Ja, Ü40 Syndikat haben wir aber auch gerockt. Auch da gehen natürlich meine Grüße raus. Gerade wenn man hier gegen deutsche Clans in der Clan-Kriegsliga spielt, dann ist man ja so ein bisschen auch so unter sich. Und war aber ein schöner CK. Ihr seht das, 57-50, war nicht deutlich. Aber also das sieht jetzt deutlicher aus, als es in Wirklichkeit war. So muss ich es sagen. Okay, Leute, wir gehen zu Free-to-Play. Im Clan Deutschland Ad und im Clan Free-to-Play kommt noch erschwerend hinzu, dass ich überhaupt nicht tauschen kann. Ja, also wenn einer nicht angriff, dann musste ich das hinnehmen. Ich konnte einfach null tauschen. Und auch hier haben wir es recht schwer. Wenngleich wir, ich glaube, in diesem CK hier so ein bisschen 12 auf 12 machen können. Und auch hier 12 auf 12. Okay, oh, das könnte vielleicht mal einen Sieg geben. Und 13-13, aber hier oben sind wir dann schon bei 15-15. Ui. Oder 15-14. 15-13, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. 15-13 da oben. Das haben wir noch nicht gehabt hier. Denn bisher war die Woche eher, dass wir mit den unteren Rathausstufen, also meistens mit den 11ern und 12ern, immer einen höher mussten, Minimum. Wenn nicht sogar zwei. Also ich habe auch mit dem Beckensheriff, glaube ich, einen 15er angegriffen. Oder musste ich gestern 15er angreifen und auch kein 15er, der mal gerade so 15 ist, sondern schon 15er mit einem Monolithen, zwei Kampftürme, allen drum und dran und auch einer etwas besseren Def, als ich sie selber habe. Aber okay, mit Drachen, ja, mit Drachen gehen solche Dips natürlich besonders gut. Ich habe mich gestern auch wieder zu so einem Dip hinreißen lassen. 14 auf 12, Leute. Und es war ein echter Krampf. Kommt einfach wirklich in die Livestreams und wir haben immer was zu lachen, kann ich euch versprechen. Da bleibt kein Auge trocken. So nach dem Motto OMG Toto, was war das? Ja, das frage ich mich dann auch immer. Und gelobe dann natürlich immer Besserung. Und ich kann dann noch nicht mal sagen, okay, ich muss erstmal wieder reinkommen. Das müsste ich nach jedem Angriff sagen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. In was eigentlich? Okay, ich teste aber eine neue Angriffsstrategie in Legende jetzt die Tage. Und da bin ich auch wirklich mal gespannt drauf, welche das ist, werdet ihr gleich sehen im Clan Herausforderer. Aber auch da verspielen wir mal wieder unser eigenes Ding. Ich greife dem jetzt schon wieder ein bisschen vorweg. Da spielen wir eigentlich eine gute Liga, eigentlich eine sehr gute Liga, wenn alle angreifen würden. Wenn alle angreifen würden, das war am ersten Tag leider nicht so, da haben wir unglücklicherweise verloren, aber kommen wir gleich zu. Schönes Ding hier, schöner Dip, ja klar, geht. Na, mit Drachen geht hier alles, in den Bereichen in jedem Fall. Blimp damit zu. Und da ist es eigentlich auch egal, ob du den Blimp eher spielst, später spielst oder dazu spielst mit den Drachen. Ich spiele die immer ganz gerne mit dazu, aber meistens fliegt die dann bis weit übers Rathaus, also bis ans Rathaus ran. Dann mache ich das Rathaus erstmal unsichtbar, damit da bloß keine Truppe drauf schießt. Und so kann so ein Angriff dann ganz schnell mal in die Dutten gehen. Deswegen ist vielleicht die Methode erst die Blimp, dann die Drachen
und die Loons und die Drachenreiter als die mit reinschicken, obwohl die mit reinschicken, die Strategie geht eigentlich auch ganz gut. Ist unterschiedlich. Ist halt von Base zu Base unterschiedlich, muss man ganz klar sagen. Okay, aber hier haben wir kleine Chance, so ein bisschen was zu reißen gegen den Clan, denn auch hier wurden wir relativ durchgereicht, weil, ja, ich meine, man sieht das jetzt schon, guck mal, da oben 159 und auch hier gab es einen coolen Clan, ja, auch da gehen natürlich die Grüße raus an den coolen Clan, die haben uns gestern, der coole Clan hat uns gestern cool geschlagen, aber nochmal, auch da Grüße an die deutschen Clasher an der Stelle. Okay, so. Gehen wir einen höher auf den Toto. Kleine Herausforderung, habe ich jetzt eben schon vorweggenommen. Die Zeit rast, ne? Leute, die Zeit rast. Schon wieder 10 Minuten im Video und ich komme mir gerade vor, als wenn ich schon 20 Minuten quatsche. Aber auch hier läuft es ganz gut. Und jetzt reicht es aber auch mit der Konzentration weg. Okay, das war wohl noch von gestern Abend. War das noch von gestern Abend? Lass mal gucken. Oh, 15 Stunden. Ja, das war noch von gestern Abend. Okay, gehen wir mal rein. Also leider ersten verloren. Und im Moment sind wir Zweiter. Allerdings steigt auch nur einer auf. Und auch hier haben wir zwei deutsche Clans mit drin. Nämlich die Sofa Warrior und Deutsch. Unverkennbar, dass das so ist. Und okay, drei deutsche Clans mit uns natürlich, aber auch da gehen auf jeden Fall die Grüße raus. Und ich meine, im Moment spielen wir gegen die Sofa Warrior, die haben wir noch nicht angegriffen, noch nicht einmal. 15 auf 15 ist das hier in jedem Fall, aber wir haben auch gute Duftmarken ausgelegt gestern Abend. Das muss man wirklich mal so sagen. Rein in die Luzi hier, ganz knappes Ding, Leute, ganz knappes Ding. Ich fahre schon mal hin, wo es so ganz knapp wird. Hier an dieser Stelle wird es ganz, ganz knapp. Ja, hier an der Stelle wird es ganz, ganz knapp und das richtig schön live mit dokumentieren macht wirklich Laune. Und ich rede mir in den Streams dann auch gerne mal den Mund wirklich fusselig und muss dann irgendwann mal so nach anderthalb Stunden erstmal so ein bisschen Luft schnappen. Denn wie gesagt, gerade gestern, wo das dann anfing mit den Clankriegen hier, da ist dann Action drin und ich finde es natürlich gut, wenn die Zuschauer und auch die Spieler dann bei mir einfach in den Channel kommen und das Ganze mit mir live entdecken. Es gibt auch gar keinen mehr, der so sagt, kannst du mal meinen Angriff zeigen oder so. Das finde ich eigentlich gut, denn ich entscheide ja letztendlich mal selber, was ich zeige, was ich nicht zeige. Und das, was wir live mit reinkriegen, kriegen wir live mit rein. Und das ist schon eine ganze Menge. Und gestern Abend hatte ich auch gar nicht so die Zeit, um mal, kannst du mal meinen Angriff angucken, mal überhaupt mal zu machen, weil ich selber noch so viele Angriffe machen musste. Und dann es hier Schlag auf Schlag in den Clans ging. Ich springe dann auch rum in die verschiedenen Clans, weil ich ja mehrere Tabs hier aufhabe und weiß dann, wo gerade angegriffen wird und kann dann direkt reagieren. Aber ihr müsst jetzt hier dem mal nachschauen, also im Moment oder überhaupt, leider ist ihm da ein bisschen die Queen entglitten. Die ist halt nicht hier hinten bei der Meute mit bei. Nur Inferno steht an der Stelle noch, ist aber nur, muss ich sagen, Multi-Inferno. Da hat er ein bisschen Glück gehabt, dass es nicht ein Single ist und kann hier unten nochmal ein bisschen was mit der Queen abräumen, denn die hatten es eigentlich gar nicht mal so schwer, weil hier immer wieder ein bisschen was offen war, hier an den Mauern, sodass die da rein konnten und dann unter Umständen einfach wieder raus. Aber okay, hier mussten sie dann doch durch eine Mauer durch. Das gelang aber recht schnell. Das gelang aber recht schnell den E-Titanen und ich habe auch schon gesagt, die haben wirklich massiv Trefferpunkte, also was die letztendlich aushalten. Und ich muss mal gerade überlegen, warum ging das hier eigentlich so schnell, warum ging da so schnell die Mauer auf, weil das drei Stück waren, machen die dann im Rudel etwas mehr Power? Na nee, auch nicht wirklich. Okay, der Roll Champion ist dann noch ein bisschen bemüht, aber hier oben ging auch noch, oh, da geht auch noch eine, da ging noch eine, aber ich habe ja gesagt, die Stelle da oben habe ich ja eben schon mal markiert und ihr habt es vielleicht an der Zeit gesehen und auch an den E-Titanen, die immer mehr leiden. Okay, die Skelette sind jetzt kein Ding für die kleine Elektro-Aura, aber jetzt sind es auch wirklich nur noch zwei, aber alles ist ja schon mal ein bisschen angehittet, ne? Alles ist schon mal ein bisschen angehittet und jetzt geht die vorletzte geht jetzt noch down, weil die hat keine Trefferpunkte mehr, aber die hier hat noch reichlich. Okay, das war geplant, alles klar. Das war geplant, naja, ich würde eher sagen, das war nicht wirklich geplant. Den hier haben wir, glaube ich, auch schon live gesehen. Und
Was haben wir hier hinten rein in die Luzi? Oder haben wir Nachtschatten gar nicht live gesehen? Gestern weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal gerade gucken. Ah, nee, das haben wir nicht live gesehen. Hier Ringbase, okay. Das haben wir nicht live gesehen. Dann schauen wir uns das mal einmal in der Wiederholung an. Was hat er gemacht? Blimp. Mit sehr, sehr vielen Drachen. Und zusätzlich noch den Warden mit rein, um den Zeppelin noch mit in die Ability reinzubekommen. Da sind jetzt zwar schon ein paar Bomben hochgegangen, also meine Blimp wäre da schon weg. Und was hat er drin? Er hat Ballons drin. Geklont. Okay, geklonte Ballons. Und, na nee, der Gegner hat den Aklamburg-Ballons, ne? Er hatte das nicht drin. Ich dachte gerade, er hat da geklonte Ballons drin. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das war die gegnerische Klarburg, ne? Okay, die haben richtig viel rausgenommen. 24% Mitte ist schon so halb kaputt. Ich habe ja auch so eine ganz, ganz ähnliche Base hier an der Stelle. Denn mit der halte ich mich eigentlich auch ganz gut in Legende nach wie vor über Wasser. Es wundert mich vor allen Dingen, dass die Ringbases hier nicht regelmäßig bei mir auch 40 Pokale kassieren, also ein 3-Sterner. Aber es funktioniert noch. Es funktioniert noch. Und solange wie das natürlich noch geht, will ich mich da gar nicht beschweren. Und baue die Base auch erstmal nicht mehr um. Hier in der CWL habe ich eine neue Base genommen. Die hat auch bisher ganz gut gehalten. Beziehungsweise ich bin, glaube ich, auch einmal schon gar nicht mehr angegriffen worden von irgendeinem Clan, weil auch die Clans teilweise ein bisschen fehlten. Also nicht fehlten, sondern denen fehlten Angriffe, so muss man sagen. Denen fehlten ein paar Angriffe. Und dementsprechend war das dann für uns doch eine einfache Sache, da zu gewinnen, wenn der Gegner nicht alle macht. Ich meine, wir hätten nur am ersten Tag zwei verpasst danach. Passierte uns das nicht nochmal wieder. Wir haben ein bisschen ausgetauscht dann. Einen konnte ich, glaube ich, tauschen, aber auch wirklich nur einen. Denn entgegen meiner Planung hier habe ich natürlich nicht in Deutschland jetzt eine 30er gestartet und auch nicht bei Totos Bande. Da haben wir vorher die Ligen mit 30 gespielt und spielen dort auch, ich nenne es mal so, nur eine 15er. Also 4x15, das reicht mir aber auch, muss ich ehrlich gestehen. Das reicht mir vollkommen. Und hier ist noch einiges auf. Aber die Queen hier rettet hier alles in der Ability. Keine Bombe mehr da für die kleinen Bogenschützinnen. Ah, die sind aber auch lieblich, ne? Die sind aber auch wirklich sehr, sehr lieblich mit dem Skin. Ihr habt mir übrigens noch gar nicht die Meinung zu der Szenerie in die Kommentare reingepackt. Habt ihr euch die Szenerie gegönnt? Die schöne Anime-Szenerie im Stile von Clash Arama. Also ich habe es direkt gleich den ersten Tag gemacht. Abends im Livestream. Und von daher finde ich die doch sehr, sehr schick. Aber wie gesagt, sieht ganz gut aus hier gegen die Sofa Warriors. Die haben noch nicht angegriffen. 7 Stunden habe ich auch noch für meinen Angriff. Und ich habe jetzt aber auch nur noch 5003 Pokale, weil ich gestern wahrscheinlich noch ein paar kassiert habe. Ja, mit minus 9. Wenn ich heute mal wieder einen Tag voll mache, Leute, dann steige ich da oben auch wieder so ein bisschen auf. Nicht, dass ich plötzlich absteige. Das ist nämlich nicht mein Plan. Also muss ich mich kurz mal ein bisschen ranhalten, dass ich hier noch meine paar Angriffe heute mache. Ich hoffe, das Video hat euch ganz gut gefallen. Die Zeit rast unheimlich. Und wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen, auf Kanal dranbleiben. Bitte verfolgen auf Twitch TV, einfach einen Follower da lassen. Dann weiß ich, dass ihr bei mir am Stissel seid. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in weiteren Videos und auch in den Livestreams sehen. Vielen Dank, euer Toto. Clasht.